Hey, hallo, herzlich willkommen. Kennt ihr mich noch? Ich war ja lange weg, habe lange Pause gemacht. Und jetzt zum zweijährigen Jubiläum von meinem Kanal dachte ich, ich zeige euch mal so ein bisschen, was heute Morgen passiert ist und erzähle ein bisschen, was dieses Jahr so passiert ist. Wir sehen hier gerade Lilly, die zum ersten Mal auf dem Dach ist, meine neue Katze. Ich habe sie Ende Januar gefunden. Ich habe eigentlich Pauli gesucht, unsere andere Katze. Der kleine Pauli ist leider verschwunden und ich war den ganzen Januar auf der Suche nach ihm. Im Internet gesucht und auf vielen Seiten und so weiter und in der Nachbarschaft, Nachbarorte, Flyer verteilt. Das ganze Programm leider nicht gefunden. Und auf der Suche danach bin ich auf Lilly gestoßen, die an einem Parkplatz neben einer Landstraße an einem Rohr saß. Ja, und ich habe Lilly dann rausgelockt. Sie war sehr, sehr abgemagert und schwach und ängstlich. Und es war natürlich auch gefährlich. Es war spät abends. Die Straße war jetzt nicht mehr so stark befahren, aber wenn sie da rausgesprungen auf die Straße gerannt wäre und es werden ja ganz viele Katzen überfahren. Ich sehe das ja jetzt erst auf der Suche nach Pauli, über den ich übrigens auch mal ein Video gemacht habe. Kann ich vielleicht am Ende verlinken oder so. Und auf jeden Fall war ich angespannt, sie da rauszulocken mit Futter. Ich hatte einmal die Chance zuzugreifen und dann dachte ich, wenn ich das verbocke, dann wird das nicht. Also habe ich es gelassen. Dann beim zweiten Versuch dachte ich, jetzt oder nie, hab zugepackt und ja, sie hat mich zum Glück nicht gebissen und dann hatte ich Lilly. Und das war schön. Aber sie war die ersten Tage, Wochen, also sehr, sehr schüchtern, sehr, sehr ängstlich. Sie war eigentlich nur bei mir im Bad, lag in der Ecke, hat natürlich gefressen, sie war richtig abgemagert und Fressen war das Wichtigste für sie. Sie hat sich kaum streicheln lassen. Und das ging fast einen Monat so. Ich konnte sie schon ein bisschen streicheln im Lauf, aber sie hat ihren Raum nicht verlassen, das Bad nicht verlassen und das war halt nicht so schön. Wir waren natürlich gleich am zweiten Tag, war ich beim Tierarzt und der Tierschutzverein war auch involviert. Eigentlich wusste ich auch nur durch den Tierschutzverein, dass die kleine Lilly auf dem Parkplatz war, weil sie da gesehen worden ist und der Tierschutzverein sie auf Facebook gesucht hatte oder beziehungsweise nach neuen Hinweisen gesucht hatte. Ja. Und hier habe ich, wollte ich eigentlich so mal wie Ehrlichkeit verstellen, dich Dulli. Naja, passiert, ne? Ja, jedenfalls habe ich dann Lilly erstmal bei mir behalten, zur Pflege. Sie wurde dann kastriert, geimpft, das ganze Programm, was man machen solle, gechippt. Und was sehr, sehr wichtig ist, was ich eigentlich auch erst weiß, seitdem Pauli weg ist. Oder wie mir das eigentlich erstmal bewusst wurde, wie wichtig das eigentlich ist, weil Katzen verschwinden so schnell und so viele. Das ist unglaublich. Also ich sehe auf den ganzen Suchseiten im Internet, sehe ich so viele vermisste und gefundene Katzen zum Glück auch und leider auch ganz viele tote Katzen. Und das ist schon ziemlich traurig. Aber jetzt habe ich Lilly gerettet und das war, glaube ich, so die beste Tat, die ich seit langem gemacht habe. Weil, wenn man ein Tier rettet, rettet man nicht die ganze Welt. Nein, der Spruch geht anders. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Wenn man ein Tier rettet, warte mal, ich fange nochmal neu an. Wenn man ein Tier rettet, dann verändert man nicht die ganze Welt, aber für das Tier verändert sich die ganze Welt von dem Tier oder so ähnlich. Jedenfalls, heute am 1. Mai war Lilly zum ersten Mal draußen, zum ersten Mal auf dem Dach. Und das ist doch schön. Allgemein geht es ja voll gut. Nach dem ersten Monat hat sie sich voll gut eingelebt. Sie spielt viel mittlerweile. Sie ist richtig, richtig aktiv. Und gestern hat sie sich auch das erste Mal ein paar Mal freiwillig auf mich gelegt, um auf mich zu schlafen. Und
Das ist doch alles sehr wundervoll. Ich habe natürlich noch meine Mika. Die beiden verstehen sich leider noch nicht so gut. Aber sie tun sich auch nichts an. Und das ist schön. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Bis bald mal wieder. Und ciao. Bye bye.